Einen schönen guten Morgen, es ist 12 Minuten ab der 10. Ja, wer am Samstag nicht nur gerade vor allem im Waldgebiet unterwegs ist, sieht sie in Scharen. In allen Farben von Hemper rennen sie über Felder, sind am Bröteln oder machen die Spiele. Pfadi. Und genau so eine Gruppe ist bei mir heute im Studio. Einen schönen guten Morgen. Kek, gerade als erstes, also sie heisst ja eigentlich Andrea, ich darf sie nur so ansprechen. Kek, wieso eigentlich Pfadi? Also ich glaube, es ist ein riesiges Potenzial, auch in Zukunft. Vielleicht mit der Integration von Kindern, die in die Schweiz kommen, denke ich, kann Pfadi einen mega Beitrag leisten. Und vielleicht gerade, wenn man wieder wegkommen von dieser medialen Fixierung, dann ist Pfadi sicher der richtige Ort. Auch noch bei mir im Studio ist der Seismo. Wer darf denn in Pfadi kommen? Ja, Kek hat es vorher schon angetönt, in der Pfadi mit dabei sein darf jeder. Also das ist wirklich eine Sache, die offen ist für alle. Da haben wir gar keine Grenzen. In dem Sinn, komm auch du vorbei. Ja, da gibt es alle Arten von Hemper. Ich sehe jetzt hier braune, grüne. Was bedeutet zum Beispiel deine Farbe, Kek? Und ich habe ein braunes Hemd, weil ich mich geweigert habe, ein grünes Hemd noch zu kaufen, weil ich sehr viele Erinnerungen jetzt mit dem Hemd verbinde. Aber mein Rang wird durch meine Pfeifenschnur zeigt, darum, das zählt ja dann. Die ist trotzdem noch blau, kann man da sagen, wo man im Radio vielleicht nicht sieht. Genau, und so das Hemd ist auch etwas, wo man immer mitnimmt und immer mehr Sachen dran tut. Also der Kek, ihr Hemd ist voll von Stempeln und von Abzeichen und darum sagt sie vielleicht auch, weil sie jetzt nicht ein leeres grünes Hemd. Wo holt man die Abzeichen, wo holt man die Stempel, wo holt man die Zeichnungen, die ihr auf den Hemd habt, wo holt man die her? In zahlreichen Erlebnissen, in vielen, vielen Jahren, holt man sich Stempel. Stempel auf dem Rücken gibt es für jedes Lager, für jeden Anlass. Stempel kommt also jeden über. Mhm. Abzeichen sind dann schon ein bisschen schwieriger. Ich habe zum Beispiel ein Abzeichen, das ist von SLRG. Das ist das Badmeisterbrewe, also ich könnte ja auch Badmeister sein. Etwas, was ich in der Pfadi gemacht habe, bevor ich da so ein Richtung Mediensprecher von der Pfadi, vom Kantonalverband von der Pfadi Zürich gegangen. Das heisst, jetzt kommt mir das Ganze aber ein bisschen, soll ich sagen, militärisch vor. Unser Pfadi-Hemd kann teilweise vielleicht ein bisschen militärisch erinnern. Man sieht aber, wir tragen das heute zum Teil offen, zum Teil tragen wir nur die Krawatte, wie jetzt sie gerade nebendran. Also wir sind da nicht ganz so strikt wie in England. Aber der Grundgedanke ist sicher, dass das Hemd nicht militärisch wirken soll, sondern das soll Unterschied verstecken. Also früher haben wir das Hemd eingeführt, weil wir nicht wollten sagen, der hat ein T-Shirt voller Löcher und der hat ein Gucci-T-Shirt, sondern wir haben alles Pfadi-Hemd. Gut, mehr Pfadi und wieso, dass die Pfadi-Gruppe mich dann heute Morgen gestürmt hat, das erfahren wir noch in der Stunde bei Radio 24. Radio 24 am Wochenende. Also, jetzt wollen wir auflösen. Wieso ist eine Pfadi-Gruppe da, oder besser gesagt, eine Pfadi-Horde bei uns im Studio? Wir haben vorher von der Kek und dem Seismo erfahren, dass jeder kann mitmachen und dabei sein bei einer Pfadi. Aber der Grund, wieso dass sie dann heute am Sonntag bei uns Studio gestürmt haben, ist, weil nächsten Samstag am 14. März in der ganzen Schweiz der grosse Pfadi-Tag ist. Der heisst zum ersten Mal neu Pfadi-Schnuppertag. Genau, das ist ein nationaler Pfadi-Schnuppertag, der in der ganzen Schweiz an verschiedenen Standorten durchgeführt wird. Und da geht es eigentlich darum, dass eigentlich mit der Unterstützung von der Pfadi-Bewegung Schweiz, die ganz viel lässige Flyer-Material zur Verfügung stellt, können die einzelnen Gruppen und Abteilungen können viel Werbung machen. Und somit gibt es so ein Gefäß, wo jede Abteilung kann, neue Kinder finden kann, die zu ihnen Pfadi kommen. 8000 Pfadi, 70 Gemeinden, die mitmachen. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Ich habe gar nicht gewusst, dass es noch so viele Pfadi-Gruppierungen gibt. Das ist der Kanton Zürich. 8000 Pfadi und 70 Gemeinden. In der ganzen Schweiz sind wir 42'000. Doppelt so gross wie der nächste von den Jugendverbänden, die ähnlich sind wie wir, Zefi Jubla. Und haben 600 Gruppen. Also wir sind riesengroß noch heute in der Schweiz. Unsere Mitgliederzahlen haben das Video lang abgenommen. Mhm. Aber jetzt, seit wir so aktiv sind, mit Pfadi-Schnuppertagen, mit den Leuten wieder zeigen, Outdoor macht uns keinen etwas vor. Das machen wir Pfadis. Haben wir wieder Mitgliederzuwächse gehabt, gerade im Kanton Zürich von 7 auf 8'000 letztes Jahr. Ein Promille von diesen 8'000 bzw. 70 Gemeinden haben wir mitgebracht, aber das Studio ist schon fast gefüllt. Wir haben jetzt eben so eine Gruppe mitgenommen. Gut, jetzt wollte ich aber wissen, was macht Pfadi denn so cool? Weil man da dreckig werden kann und man darf eigentlich alles machen. Man hat auch viel Zeit, wo man einfach irgendwie mit den Kollegen etwas machen kann. Also auf dem Zeltplatz. Und es ist halt einfach, es macht einfach mega Spass, dort dabei zu sein. Ich kann eigentlich nur ins Klausikend und dort tut man, also
geht man in der Nacht raus. Die könnten schon am nicht so streng sein. Etwa 4 Jahre lang, bis jetzt das Herbstlager, also Hela. Weil Pfadi Spass macht und wenn man zum Beispiel nicht immer vor dem Computer hockt, dass man auch mal rausgeht. Etwas spielen mit den Kollegen. Weil es cool ist. Es macht Spass. Mhm. Auch eben Nachtübungen. Die sind natürlich besonders lässig. Was ist jetzt aber noch wichtig, sag's mal? Ich glaube, wichtig ist der Satz, Pfadi macht mehr. Weil man kann nicht beschreiben, was Pfadi macht. Wir machen so viel. Ich habe ein Badmeister-BW gemacht. Jetzt bin ich im Radio 24 Studio. Das alles erlebe ich nur in der Pfadi, durch die Pfadi. Und wirklich, das Pfadi macht mehr. Und das Zweite ist die Natur. Einfach Abenteuer in der Natur, weil Outdoor macht uns keinen etwas vor. Und genau das wird man eigentlich auch allen zeigen. Und darum ist am 14. März der Pfadi-Schnuppertag. Der hat letztes Jahr nur im Kanton Zürich stattgefunden. Und jetzt zum allerersten Mal ist wirklich die ganze Schweiz, also 20 Kantone von den 22, wo wir sind, haben freiwillig sich gemeldet, um an diesem Schnuppertag mitmachen. Und jetzt geht's los am 14. März in der ganzen Schweiz. Etwa um 2 am Nachmittag kann jedes Kind vorbeikommen, wo man möchte wissen, was denn eigentlich das ist. Pfadi macht mehr. Was ist das mehr? Gut, und Informationen gibt es auf pfadi.ch und sonst kann man sich auch bei seinem Kreis oder natürlich bei seiner Gemeinde informieren. Danke, dass ihr da gewesen sind und noch viel Spass im Wald. Radio 24 am Sonntagmorgen.